Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich habe das Kabel mal hier dran gemacht und ihr seht, es hat sich gefüllt. Oder das halt heißt, auch nicht. Doch, es hat sich gefüllt. Oder halt auch nicht. Na, der ist heute echt auf Krawall gebürstet. Mal gucken, wie der beim nächsten Mal ist. Ich weiß nicht, was der heute hat, ob der irgendwie zu wenig, was weiß ich, hatte. Hast du momentan eine Freundin, Sphinx? Sieht ja mal ganz cool aus. Ja, muss aber noch bitte das Gras da wegmachen, damit das ein bisschen anders aussieht an dem Glas. So, das seht ihr, es funktioniert. Wir können weg. So, es wird alles jetzt durch unser eines Windrad da oben versorgt. Was wir vielleicht bräuchten, wäre noch ein vernünftiger Energiespeicher, aber gut, das machen wir später. Bei was kostet denn so eine Kapazitatorbank? Die Welt. Also es gibt einmal die von Mechanism. Die würden halt Gold kosten. 6 Stück insgesamt. Wie viel Gold haben wir denn noch? 8 Stück. Oh, das würde sogar gehen. Die sind eigentlich ganz cool, die Basic-Dinger. Die sind erstmal sind die. Können 2 Millionen speichern und die sind halt auch eine Multiblock-Struktur, soweit ich weiß. Die andere Möglichkeit wäre die Basic-Kapazitator von Ender.io, die können 1 Million speichern und bräuchten einen Block auf Redstone und noch mehrere Goldgeschichten. Ah. Mhm. Aus Millionen und Glas. Ne, wir nehmen den Basic-Kapazitator. Ist mir lieber, vorausgesetzt, ich habe noch irgendwo ein bisschen Kupfer. Ansonsten müssen wir mein Kupfer einschmelzen. So, jetzt bin ich mal dran. Tack. So. Als erstes möchte ich was ausprobieren. Darf ich doch. Ah ne, warte mal, was anderes Ohr. Falsche Ohr. Da habe ich noch ein Kupfer. Das ist auch Kupfer. Da ist auch Kupfer. So, und dann kommt das da rein. Irgendwie bin ich heute ein bisschen weird. Aber egal. So, einen brauchen wir noch. Dann haben wir genug, um die Kapazitatorbank zusammenzubauen normalerweise. So. Als erstes bauen wir... Das sind aber nur 2. Warum nur 2? Was fehlt mir da? Gold. Noch 2, bitte. Danke. Dann brauchen wir einen Block auf Redstone. Und dann können wir ihn zusammenbauen. Ja, sehr schön. So, damit haben wir eine Kapazitatorbank. Das finde ich ganz cool. Denn dadurch bekommen wir hier einen kleinen Strompuffer noch, falls wir mal zu viel brauchen oder dauerhaft die Geräte laufen lassen müssen. Und der da oben wird halt nicht voll. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, wie das mit dem Bauxitohr aussieht. Ne, das funktioniert hier wirklich nicht. Dann müssen wir mal den Sphinx glauben. So, du musst jetzt aber hier nicht meine Sachen hier weg haben, die ich hier jetzt gerade stehen habe, oder? Die gerade hier aufgebaut sind. Nö. Können die da bleiben? Kann ich hier die Werkstatt einrichten? Ja, so oder so wird es später wegkommen, aber ja. Ja gut, später, aber momentan habe ich keine Lust, das umzubauen. So, Eisen wird jetzt übrigens massenweise produziert und wenn du Lust hast, kannst du einfach eine Kiste nehmen, klatschen, dann wird das auch automatisch in die Kiste gelegt. Also wir machen das ganz anders. Ich brauche 2 Kisten. Dafür brauche ich Holz. Wo hast du das ganze Holz? Thank you.
nochmal drei Kisten. Eine kommt dorthin. Ja, geht. Und eine kommt dorthin. Dann wird der hier so kalibriert, dass der reinzieht. Und der hier soll rausdrücken. So, das gleiche machen wir auf dieser Seite. Hoch. Pull. Push. So, dann können wir nämlich... So, die ganzen Erze bitte jetzt immer in die rechte Kiste packen. Zwar, ob die jetzt gebrannt werden können oder nicht, ist egal. Einfach da in die rechte Kiste, bitte. Mhm. Ja, ein bisschen Automatisierung muss ja mal sein, auch wenn es noch nicht viel ist. Black Quarz ist auch relativ wichtig. So. Und dann können wir nämlich alles automatisiert machen lassen. So. Sehr schön. Na toll. Da müssen wir dann gleich nochmal so durchbrennen, weil da hatte ich jetzt leider zu viel. So, wo ist meine Kiste, wo ich alles reinschmeißen darf? Die kleine am Bett? Fragezeichen. Okay, dann brauche ich das alles nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Das, das. Das, 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 das. So. Gut, ich würde sagen, wo wir jetzt gerade eigentlich relativ viel Materialien haben, du ja gerade auch nur Häusler am Bauen bist, werde ich... Haben wir noch irgendwo... gib mal was Eisen wieder. Haben wir noch irgendwo Wolle? Ja. Brauche 5. Ja, perfekt. Nämlich ein bisschen erkunden gehen für was Bestimmtes, aber wie, wo das jetzt nochmal? Ich glaube, ich brauche dafür eine Chest. Wenn ich mich jetzt nicht irre, wenn ich das Crafting-Rezept richtig im Kopf habe. Aber wenn, dann wäre ruhig dafür eine Vanilla-Chest. Das ist viel schlimmer. Sind alles Vanilla-Chests. Also, die 3, 5. Ich brauche dafür eine neue Vanilla-Chest. Aha, so ist das Leben. Und das Problem ist, wir haben kein Vanilleholz mehr. Also kein normales Oakholz mehr, scheinbar. Ach, die ist broken. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob es stimmt, was ich gerade von mir gebe. Ob das wirklich... Oder ob ich dafür was anderes brauche. Aber ich finde sie gerade nicht, weil ich auch das Buch noch nicht habe. Aber wie heißt das Ding nochmal? Da ist es. Ne, eine Pattern reicht. Okay, Moment. Dann haben wir irgendwo eine einzige Blume von Botania oder hast du die alle weggeschmissen, wenn ich die mal mitgebracht habe? Ich habe gar nichts weggeschmissen. Eine scheiß Botania-Blume brauche ich. Boah, das gibt doch nicht. Ah. Jetzt kommt wieder diese ewige Sucherei nach Botania-Pflanzen. Manchmal hasse ich diesen Mod ja auch, aber der ist so geil. Meistens, was du da nachher dann bauen kannst. Ey, der ist so Hammer. Da ist Botania eine Pflanze. Das ist schon mal etwas.
Am liebsten aber noch mehr. So, mal schauen, was wir jetzt hier noch finden. Was ist das? Das Bumps Harvester. So, jetzt werdet ihr gerade merken, der sagt mir unter anderem rechts unten Warting for Server und wird langsam ein bisschen zurück teleportiert. Das liegt da halt dran, oh, da muss ich jetzt runter, dass der Rechner, der Server nicht ganz so schnell ist und habe sehr viel Ressourcen braucht beim Laden, beim Speichern, beim Erstellen, so. Was war das denn für ein komisches Geräusch? Das hat eine Ohren weh. Ja, weil hier gerade 80 Silberfische hinterm Eck hervorgekommen sind. Wo denn? Unten wenigstens? Ja, ja, bist die kommen mein... jetzt alle hoch, keine Sorge. Bist du meinen, oder was? Nein, ich habe Basalt geholt. Basalt? Ich habe da davon schon genug mit hochgebracht. Aber fast nichts. Geil. Du. Fängt ja noch an mit Basalt zu bauen. Eigentlich ist das ganz cool, wenn man die chiselt. Auf jeden Fall. Oh! Wenn wir Glück haben, kann ich jetzt das erste Pattern abgreifen. Fürs ME-System. Sphinx. Mhm. Das wäre doch mal was, ne? Dahin. So, mal einmal hochgehen. Die Mitte ausloten. Also wenn ihr mit Applied Logistics spielt, am besten immer von oben in der Mitte runter buddeln. Boah, geht das schnell mit der Spitzhacke. Und dann haben wir nämlich hier die Calculation Press und ein bisschen Skystone noch. Das ist sehr gut. Electrum Nugget, das ist schon mal sehr nice. Boah, ist die schnell. Ich denke daher, dass Sphinx mir sowieso immer schön Tag machen wird. Ich hoffe es zumindest. Kann ich jetzt auch die Fackeln da mal rausnehmen? Die im Stopper Botania seine. Ja. Diese hier. Max, kannst du einmal bitte Tag machen? Ja, geht schwer, wenn er mich nicht lässt. Ein Mod, den ich auch schon immer ausprobieren wollte, den habe ich noch nie wirklich so 100% gemacht, das ist Blood Magic. Ich habe es mal ausprobiert einmal, aber... Toll. Ihr leckt gerade ein bisschen, der Server. Na, aber gut, da kann man nichts gegen machen. So, ich muss mal auf die Map gucken. Ich weiß, wir haben noch nicht so viel erforscht gehabt, aber... Wir waren halt vorher schon etwas unterwegs. Ja, am Sumpf. Da oder da? Ja, wir müssen da sein. Das heißt, wenn wir jetzt darüber laufen, kommen wir zum zweiten Asteroiden. Mal gucken. Vielleicht fahren wir noch ein paar Botanierpumpen. So, ab jetzt können wir nicht mehr rennen. Wir haben ja ein paar Schweine geschlachtet, auch wenn das jetzt nicht gebraten ist. Rohes Fleisch tut doch gut. So. Und da sind auch noch ein paar Beeren, das ist ganz gut. Das Problem ist halt bei Botania, man muss halt echt mega viele Blumen haben. Die mir leider immer noch nicht weiß, wie man die züchten kann. Weißt du vielleicht, wie man Botania-Blumen züchtet? Jo. Wie denn? Es gibt ein verbessertes Bone-Mail dafür. Okay. Außer dann den Floral-Fertilizer aus zwei Gelb, zwei Rot, ein Bone-Mail wird ein Floral-Fertilizer. Und das kannst du dann auf den Boden hauen, dann wachsen nur Botania-Pflanzen oder was? Jo. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Das sollte man dann relativ flott, glaube ich, machen.
Aber als erstes werde ich mir gleich meine Pure Daisy bauen. Ja, vorausgesetzt, ich habe überhaupt schon weiße Pflanzen, ne? Natürlich nicht, war klar. Und wenn man vom Teufel spricht, hat man die weißen Pflanzen entdeckt. Ja gut. Auch nur 4 Stück. Pinke. Aber ich meine, der Vorteil ist, wir können halt ein bisschen erkunden. Wir können, wir müssen sogar, wir können hier ein bisschen Blumen suchen und hoffen, dass wir mal ein paar von den schönen kleinen Asteroiden finden, um bald unser ME-System zu bauen. Wenn das gebaut ist, dann geht das Leben voran. Mhm. Na, Vatel, sagst du dazu? Er denkt genauso. So, was sieht eigentlich... Ich habe schon einige Botania-Blumen gefunden, übrigens. Toll. Ich finde es toll. So. Wofür braucht man eigentlich die ganzen Pilze von Botania? Hab ich auch noch nie begriffen. Ist schon gut, wenn du einen in der Basis hast, der die ganze Zeit Tag macht, der andere, der kann rumlaufen. Mehr Botania. Viel mehr Botania. So, Botania? Ja, das ist Minecraft. Nein! Oh! Fuck! Ja. Da war ein Loch. Und ausgerechnet dieses eine Loch, was weiß ich, wie viel Kilometer von wo entfernt. Da falle ich rein. Hast du ja einen Waypoint? Ja, ich hoffe. Haben wir noch Nahrung? Keine Ahnung. Nichts Gebranntes, so wie das aussieht. Kannst du mal das Loch hier entfernen? Wieso? Ja, weil das nervt. Da fahre ich die ganze Zeit rein. Das ist dein Mineneingang. So. Nee. Der war aber an einer anderen Stelle. Ja, und da hat er genervt. Ich finde an der Stelle, wo es jetzt ist, nervt es viel mehr. Ihn noch ganz zubauen. Nee, lass mal. So, das hat jetzt nicht lange gedauert. Achso, wir werden ja mal 3 gebrannt, stimmt ja. Kannst du mal einen Ender-Pouch bauen? So, wo haben wir denn unseren Death Point da? Ich habe übrigens gar keinen Wegpunkt für unseren Home gesetzt. Oh. War ziemlich weit weg von der Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Weißt du, das Problem ist einfach, da ist meine Emerald und diamantverstärkte Pickaxe in dem Grab. Mhm. Das wäre jetzt schon sehr beschissen, wenn die weg ist. Mein, nicht nur die ganzen Botania-Pflanzen, sondern erst die Pickaxe. Die ist natürlich schon, wäre schon ganz doof. Ganz, ganz doof. Da würde ich ganz schön lachen. Wo baust du mir einen Hammer? Du brauchst selbst mal. Du bist doch unser... Ich dachte, du machst hier unser Werkzeug jetzt. Ich baue gerade das Haus.
Gut, wenn ich jetzt hier schon braune Pflanzen von Botania sehe, muss ich die mitnehmen. Geht nicht anders. Hier ist ja ein ganzes Botania-Feld. Natura. Das Doofe ist halt, das ist so ein kleines Babyloch und dann springst du da mal eben zackig in eine Spalte rein. Das ist echt nervig gewesen jetzt. Hochbauen ist gleich kein Problem mehr. Das kann ich mit der Pickaxe machen, aber runterkommen erstmal, ohne dass jetzt gleich auch ein Monster noch von hinten kommt. Ne? Was ist das denn für ein Graves Mod? Das ist ja cool. Aber wie gesagt, ich habe Aluminium übrigens immer noch nicht gefunden. Ich habe jetzt gerade extra einmal in der Spalte rumgeguckt, aber da ist auch kein Aluminium. Jetzt müssen wir ja so einen Crusher bauen. Mir fehlt Basalt. Da musst du das holen. Es gibt kein Basalt mehr. Unten bestimmt. Ich kann dir Salz mitbringen. Salz will ich nicht. Ich brauch Basalt. Kannst du bitte mal Tag machen? Ich werde jetzt sowieso zurückkommen. Oh, was war das denn für ein Leck? Das brauche ich nicht. Skystone schmeiße ich nicht weg, Gravel brauche ich nicht, Limestone brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So. Dahinter, ja. So, ich werde noch einen Asteroiden mitnehmen am Weg nach Hause und dann komme ich zurück und dann kann ich mich langsam mal um Britannia kümmern. Aber ob wir diesen Asteroiden jetzt finden so schnell oder was dort drin ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Und tschüss. Tschüss.